Freie Fahrt für den modernen Taunus 17M. Elegante Linien, kraftvolle Beschleunigung, 60 PS. Überlange Federbeine schlucken jeden Stoß. Taunus 17M. Die 50er Jahre gingen dem Ende zu und die deutsche Wirtschaft war wieder im Aufschwung. Eine Reisewelle Richtung Süden setzte ein. Und Bella Italia war das Lieblingsziel der neuen Wohlstandsbürger. Ford schwamm mit in dieser Erfolgswelle und brachte im August 1957 die zweite Nachkriegsentwicklung auf den Markt. Den Ford Taunus 17M P2. Vor allem die Luxusversion des Taunus präsentierte sich in einem seinerzeit atemberaubenden Style. Der Preis für den amerikanischen Stil angelehnten Ford lag in der Basisversion bei mindestens 6.850 D-Mark und damit weit über dem Budget des Normalverdieners, der durchschnittlich über ein Jahreseinkommen von knapp 4.000 D-Mark verfügte. Die Deluxe-Version lag sogar bei 7.550 D-Mark. Nicht nur die äußere Optik mit den Heckflossen orientierte sich an den großen Straßenkreuzern jenseits des großen Teichs. Auch das Fahrverhalten sollte sich an seine großen Brüder angleichen. Ein ruhiger Lauf, sanftes Gleiten und weiches Schaukeln waren das Nonplusultra. Die weiche Federung bekam der Taunus durch seine an der Vorderachse angebrachten McPherson-Federbeine, die vom englischen und französischen Ford übernommen wurden und erst Jahre später bei BMW in den 1800er und 2000er Modellen zum Standard wurden. Der 1698 Kubik rein Vierzylindermotor mit einem extremen Hub und der hohlgebohrten Kurbelwelle leisteten laufruhige 60 PS bei 4250 Umdrehungen in der Minute. Jedoch galt das Triebwerk nicht als Musterbeispiel für Laufkultur und Höchstleistung und brachte den schweren Mittelklassewagen nicht weit über 140 km pro Stunde. Mit 1140 Kilogramm war er einfach zu schwer. Vorgestellt wurde der Taunus 17M 1957 durch die Schlagersängerin Gitta Lind im Kölner Stadtwaldrestaurant. Fahren auch Sie den neuen Taunus, fahren auch Sie den 17M. Eigens dafür wurde für Gitta Lind das Lied Fahren auch Sie einen neuen Taunus komponiert. Im Innenraum ist der Stil der Zeit erkennbar. Das Armaturenbrett ist übersichtlich, aber mit drei schmucken Uhren ausgestattet. Auf der durchgehenden vorderen Sitzbank finden bequem drei Personen Platz. Ermöglicht wird dies durch die Lenkradschaltung und den dadurch wegfallenden Getriebetunnel. Die Türen wirken schwer und fallen satt ins Schloss. Im Vergleich zu seinen Vorgängern hatte der P2 vorne keine Panoramafenster mehr. Wegen seiner geschwungenen und eleganten Form nannte man den Ford Taunus 17 MP2 auch den Barock-Taunus. Das extreme 50er-Jahre-Design wurde allerdings bereits in den frühen 60ern ziemlich unbeliebt. Und die Produktion endete bereits 1960 nach 239.978 Exemplaren. Ein Großteil der Fahrzeuge wurde in die USA verschifft. Wegen der großen Rostanfälligkeit verschwanden die meisten Modelle schon sehr bald von deutschen Straßen. Heute sind nur sehr wenige Fahrzeuge des Taunus 17 MP2 erhalten. Im neuen Taunus 17.